Geh! Was ist denn los? Schläft er etwa? Hey, aufwachen! Komatöse Phase beendet. Ich weiß ja nicht. Hallo, guten Abend. Alles in Ordnung, Bergsman? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wollten gerade los, als du plötzlich weggetreten bist. Welches Jahr haben wir? 2014 natürlich. Bist du wirklich sicher, dass es dir gut geht? Ja. Nein. Hallo? Ist jemand zu Hause? Wer ist da? Wir kaufen nichts. Lass mich rein. Die Stimme kenne ich doch. Bitte. Oh Gott, der Weihnachtsmann. Oh. Santa! Donnerwetter, das war knapp. Geht es euch allen gut? Da draußen ist die Hölle los. Oh. Ah! Aua. Oh mein Gott, du lebst? Das ist unmöglich. Aus dem Weg, Jungs. Ich kümmere mich um den Schuft. Wow. Weihnachtsmann, ganz ruhig. Kommt jetzt die Bescherung? Ihr? Was zum Teufel geht hier eigentlich vor sich? Steckt ihr hinter dem ganzen Unheil da draußen? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Da funktioniert mal ein diabolischer Plan und wir sind nicht mehr daran beteiligt. Ich glaube, Sie sollten sich mal kurz setzen, Weihnachtsmann. Was ist eigentlich mit den Keksen hier? Also Weihnachtsmann, hier die Kurzform. Carlos hat eine Maschine entwickelt, die alle Lebewesen in super fiese Weihnachtszombies verwandelt. Die Verwandlung ist durch einen super krassen Laserstrahl bereits im vollen Gange, weshalb uns nur noch wenige Stunden bleiben, um den Prozess rückgängig zu machen. Die einzige Möglichkeit, die Maschine zu stoppen, ist die Eingabe eines Passwortes, das jedoch nur Carlos kennt bzw. nicht mehr kennt, weil er aus irgendeinem Grund sein Gedächtnis verloren hat. Das Passwort besteht aus drei Teilen. Erstens der Name des ersten Haustieres, zweitens der Name der ersten Liebe und drittens die persönliche Lieblingszahl. Mit einer Zeitmaschine sind wir in seine Vergangenheit gereist, wo wir die ersten zwei Teile des Passwortes bereits herausgefunden haben. Balthasar, sein Hund, und Thelea, seine erste große Liebe. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und jetzt fehlt nur noch die Lieblingszahl, weshalb wir noch ein letztes Mal durch die Zeit reisen müssen und dann haben wir es so gut wie geschafft. Verstehe. Das klingt vermutlich alles sehr verwirrend, Weihnachtsmann, aber Sie müssen uns vertrauen. Moment mal, Jungs. Jetzt, wo ich das so höre... Und gleich, Stormy. Wir vermuten, dass die gesuchte Zahl seine Glückszahl sein wird. Jungs! Genau! Und deshalb reisen wir jetzt ins Jahr 1964. Aus meinen Unterlagen ging nämlich hervor, dass Carlos damals wegen illegalem Glücksspiel verhaftet wurde. Na dann nichts, wie los? Nun wartet doch mal! Hä? Warum reisen wir nicht einfach an den Moment, wo Carlos die Maschine aktivieren will? Wir überwältigen ihn und verhindern das ganze Chaos auf diese Weise. Ja, so machen wir es. Alles andere klingt noch viel zu viel Arbeit. Außerdem beginnt gleich eine Folge, du weißt schon was. Genau! Aber so funktionieren Zeitreisen leider nicht. Es spricht der Experte. Haha, wenn ich eines durch Zurück in die Zukunft gelernt habe, dann, dass man nicht die Vergangenheit verändern sollte. Warum denn nicht? Naja, wenn wir verhindern, dass Carlos die Maschine aktiviert, gäbe es für uns ja gar keinen Grund, seine Festung aufzusuchen. Und? Also hätten wir auch niemals die Zeitmaschine benutzt. Das wäre ein Paradoxon. Genau. Und das bedeutet dann? Dass das Universum, so wie wir es kennen, explodieren würde. Oh. Ja, irgendwie sowas in der Art. Okay, dann bleiben wir vielleicht doch besser bei unserem bisherigen Plan. Aber immerhin haben wir jetzt einen Plan B. Nicht gut. Nichts mehr weg hier. Mir nach. Noch ein kleines Stück. Gleich haben wir es geschafft. Schneller, Leute, schneller. Komm, Carlos, gib Gas. Und was jetzt? Ihr besorgt nun schleunigst den letzten Teil des Passworts und wir versuchen so lange das Dorf in Schach zu halten. Moment mal. Oh, geil. Oh, endlich ein bisschen Action. Seid ihr euch sicher, dass ihr das schafft? Ja. Nein. Natürlich. Los jetzt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber wie sollen wir es zur Zeitmaschine schaffen? Da draußen wimmelt es nur so vor Zombies. Oh, Leute. In Deckung. Oh, oh. Weg hier. Oh. Directed by Michael Bay. Wow! Los jetzt! Mach, dass ihr wegkommt! Wir packen das schon! Passt auf euch auf! Oh Gott! Oh Gott! Auf! Schneller!
klar, Leute. 1964, wir kommen. Festhalten, Leute. Es geht wieder los. Ich glaube, an das Zeitreisen könnte ich mich echt gewöhnen. Ja, ja, das sagst du jetzt. Aber stell dir nur mal vor, du landest aus Versehen im, im Mittelalter. Oder im Wilden Westen. Da ist da nicht mehr so viel mit Schokolade trinken. Ist es wirklich nötig, dieses lächerliche Kostüm zu tragen? Leider ja, Carlos. Wir sollten ab sofort jedes Risiko vermeiden. Wenn dich irgendjemand erkennt, womöglich noch dein jüngeres Ich, dann könnte das, ja, eigenartig werden. Oder das Universum in die Luft jagen. Nun gut, wenn es unbedingt sein muss. Dann kann's ja losgehen. Ich hoffe nur, den anderen geht's gut. Okay, die Luft ist rein. Ich glaube, wir haben die Meute ganz gut zurückgedrängt. Hä? Oh. Ah! Ich sehe lächerlich aus. Quatsch. Also, du siehst super aus. Holy moly. Hey, runter von der Straße. Hey, weg. So, und wo ist nun der Pub? Gute Frage. Entschuldigung. Huch, hallo. Wo ist denn hier der nächste Irish Pub? Irish Pub? Ah ja, gleich da vorne, da ist das Brosnans, ein super Laden. Probieren Sie unbedingt das Guinness dort. Aber Vorsicht, da laufen manchmal doch recht finstere Gestalten rum. Ja, alles klar, vielen Dank. Ist richtig schön zur Abwechslung mal wieder ein paar fröhliche Gesichter zu sehen. Solange ich keine Bratäpfel sehe, zähle ich aber nicht dazu. Das ist ganz schön gefährlich, Kinder. Schaut mal, das muss es sein. Na dann mal los, der erste Pint geht auf mich. Ha, hört, hört! Der Name von dem Schuppen gefällt mir schon mal. Ganz schön was los hier. Das ist ja der Hammer. Was? Ja, genau. Seltsam. Ich kann Carlos nirgendwo sehen. Ich auch nicht. Siehst du ihn irgendwo, Bergsman? So viel zum Thema nicht auffallen. Sorry, aber ich konnte einfach nicht anders. Schaut mal, da hinten in der Ecke. Ja, da ist er ja fast schon wieder so, wie wir ihn kennen. Ja, sehr gesprächig sieht er nicht aus. Ich hatte nicht mehr viel Grund zur Freude. Sarah! Einen doppelten Scotch! Ja, das ist das ja alles nicht mehr zu ertragen. Komm sofort! Aber nur, wenn du mir dafür dein schönstes Lächeln schenkst. Na, wenn das mal keine Festtagsstimmung ist! Bitte schön, dein Drink kommt sofort. Meine Güte, was für ein komischer Kauz. Na, solange er mir nachher ein Trinkgeld gibt und nicht allzu lange bleibt, der verpestet doch allen die Stimmung. Weißt du, was mich wirklich ankotzt? Dieses ganze widerliche Getue. Fallen sich in die Arme, als würden sie vollkommen debil sein. Und nachher rammen sie dir hinterrücks das Messer in den Rücken. So ist das nämlich. Ich kann dir da Geschichten erzählen. Ich muss da mal weiter. Ja, ja, ich kann dich auch nicht leiden, du blöder Hund. Ich nehme noch ein Bier. Danke. Ja.
da ist er ja endlich. Immer rein in die gute Stube. Das erste Bier geht aufs Haus. Oho, vielen Dank und fröhliche Weihnachten. Oh. Hallo, Sarah. Na, Klaus, wie war die Arbeit? Das war mein letztes Mal als Praktikant. Im nächsten Jahr soll ich den Laden übernehmen. Oh, wie wundervoll. Nicht so wundervoll wie du. Oh, danke schön. Ich sage nur die Wahrheit. Ach, wen haben wir denn da? Carlos. Schade, dass du dich gar nicht hast blicken lassen. Pah, er würde hier in die Hölle gehen. Ach komm schon, Carlos. Heute ist Weihnachten. Lass uns wenigstens heute wie normale Menschen miteinander umgehen. Ja, los, das bringt doch so keinem was. Hey, ich hab Würfel dabei. Lass uns doch eine Runde spielen. Oh ja, das klingt nach Spaß. Los, los, wer ist alles dabei? Oh, jetzt geht's los. There's a party coming home. Hi! Hit me hard, son. One, two, three. They're gonna have a... Okay, Leute. Wir spielen nach den üblichen Regeln, alles klar? Ich fange an und setze 10 auf die 4. Ich setze 100 auf die 3. Von mir gibt's 50 auf die 12, ihr Lümmel. Ich setze 200 auf die 7. Soll der Teufel mich holen dafür. Bingo. Na dann, Finger weg, Freunde. Nichts geht mehr. Schon. Das gibt's doch nicht. Verdammt nochmal. Ja, ich wusste es. Ihr Narren. Die 7. Ich liebe sie einfach. Ja, ja, dann heirate die 7 doch. Na, sogar die 7 würde schreiend vor ihm wegrennen. Mit dem hält es doch keiner länger als 5 Minuten aus. Oder wie war das mit deiner Verlobten, Herr Carlos? Na, das Geld hier kann er ja jetzt im Freudenhaus ausgeben. Anders würde er eh keine Frau bekommen. Na, na, na. Seid mal nicht so unhöflich. Gratuliere dir, Carlos. Ha, mir reicht's. Ihr widerlichen Bastarde. Schande über euch. Über euch alle. Ihr sollt in der Hölle schmoren. Hey, schub's doch nicht so. Schnapp dir die Kohle von dem Spinner, da nichts wie weg hier. Ich hab sie. Lass dir das eine Lehre sein, du mieser Penner. Frohe Weihnachten, du Verlierer. Carlos, stopp! Du weißt, wir dürfen das nicht. Zwischen dir und Sarah. Ach, wir sind nur gute Freunde. Ich mag sie wirklich sehr. Oh mein Gott, Carlos! Hilf mir, ihm aufzuhelfen! Oh mein Gott, Carlos! Wir müssen einen Krankenwagen rufen! Ihr wart es! Was wart wir? Was ist denn passiert? Du siehst furchtbar aus! Ach, leugnet es doch nicht! Bestohlen habt ihr mich! Was redest du da? Schlaf mal lieber deinen Rausch aus. All die Jahre. Immer wieder verrätst du mich. Reicht es dir nicht irgendwann mal? Mann, komm mal runter. Du bist echt ein Psychopath. Sprech nicht so mit ihm. Ich hasse euch. Euch alle. Wartet ab. Irgendwann werdet ihr meine Rache zu spüren bekommen. Ich verstehe nicht. Wie kann man nur so verbittert sein? Ich weiß nicht. Er musste viel durchmachen. Ich hoffe, dass er irgendwann zu sich finden wird. Er ist doch mein Bruder. Und ich habe sogar seine damalige Freundin für ihn gefunden. Moment, was hast du? Es sollte eine Überraschung werden. Er hatte damals eine Beziehung mit einer unserer Dienstmägde. Lea war ihr Name. Sie ist irgendwann spurlos verschwunden. Vermutlich, weil unsere Eltern nicht viel von der Beziehung hielten. Vor ein paar Wochen habe ich Detektive auf sie angesetzt und wir haben sie tatsächlich gefunden. Aber, ach, irgendwie ist das alles nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir sollten jetzt zurück. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Er hat sie gefunden? Für mich? Spitzenmäßige Landung, Bergsman. Ah, naja, wir leben noch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wo sind denn alle hin? Haben wir es geschafft? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Schnell. Gute Idee. Stopp! Schau, da, beim Ballon. Ich hab die Zombies abgelenkt, Leute. Schnell, weiter. Das Wacken ab. Donnerwetter. Ah. Oh. Mag mich jemand hier runterholen? Wir sollten weiter. Es wird nicht allzu lange dauern, bis sie uns finden. Alles wieder in Ordnung, Bergsman? Warum muss denn immer alles explodieren? Ich verstehe das einfach nicht. Mist, das muss doch hier irgendwo funktionieren. Was ist denn los, Weihnachtsmann? Ich organisiere uns ein alternatives Transportmittel. Ha, na also. Und? Wie schaut's aus? Das ist seltsam. Eigentlich müsste er schon längst gehen. Alles einsteigen, bitte. Endlich wieder Schlitten fahren. Wenn Bergi fährt, dann bin ich raus. Ich habe vom letzten Mal immer noch ein Schleudertrauma. Hey. Also, Jungs, was ist das nächste Ziel? Carlos Festung. Na dann, volle Kraft voraus. Und Jungs, wie verlief eure Reise? Habt ihr das Passwort herausfinden können? Yep, jetzt müssen wir es nur noch eingeben. Und in spätestens einer Stunde sitzen wir wieder im Dorf und schlürfen endlich eine leckere Tasse Schokolade. Und Bratäpfel. Großartige Arbeit, Jungs. Oh oh, sieht so aus, als wären wir gleich da. Festhalten! Verdammt, der Sturm ist zu stark. Ich kann den Schlitten unmöglich hier landen. Und was jetzt? Wir werden springen. Was? Macht euch bereit. 3, 2, 1, jetzt! Kalt! Oh, heiß! Oh! Oh! Leute,
Leute, los weiter, wir sind gleich da. Hätte echt nicht gedacht, dass wir hier noch einmal landen. Ich mag den Ort immer noch nicht. Okay, jetzt aber schnell. Okay, Name des ersten Haustieres? Balthasar. Balthasar, genau. Und die erste große Liebe? Helea. Helea. Okay, und die 7 als Glückszahl. Balthasar, Helea, 7. Und los. Warum passiert denn nichts? Haben wir was vergessen? Bergsman? Also, wie wär's denn mal mit bestätigen? Ups, hoppla. Enter. Haben wir es geschafft? Sieht echt ganz so aus. Nicer Dicer. Großartige Arbeit, Jungs. Ich kann nicht sagen, wie stolz ich auf euch bin. Für Sie doch immer, Weihnachtsmann. Und um ganz ehrlich zu sein, so schwer war das jetzt ja auch nicht. Ah! Sicherheitssystem aktiviert. Selbstzerstörung eingeleitet. Was ist passiert? Keine Ahnung. Eine Sicherheitsvorkehrung. Ich erinnere mich wieder. Die Selbstzerstörung kann nicht mehr aufgehalten werden. Hättet ihr das nicht früher einfallen können? Natürlich, ich habe eine Idee. Was hast du denn vor? Na was wohl, Sturmi? Ich rette uns. Oh. Oh Mann. Hm, ein Versuch war es wert. Vorsicht! Es war schön mit euch, Freunde. Kommt! Schnell! Carlos! Nix hin weg hier! Schnell, Leute, raus hier! Weihnachtsmann, kommen Sie! Leute! Schneller! Danke, Carlos. Komm, und jetzt du! Wir halten das Tor! Es ist zu schwer. Das werdet ihr nicht schaffen. Wir lassen dich nicht zurück. Ich kann es nicht mehr halten. Carlos! Kommt, Jungs, wir packen das. Lasst es sein. Verschwindet, bevor es zu spät ist. Vorsicht! Wow! Oh Gott, wir müssen hier weg! Ihr stürzt euch alles ein. Nein. Es ist alles meine Schuld, Carlos. Ich hätte mehr Acht auf dich geben müssen. Es tut mir leid. Nein! Nein! Hä? Carlos? Wo ist der Weihnachtsmann? Warum hast du das getan? Vorsicht! Schnell! Komm, Carlos! Kommt, wir müssen jetzt sofort los! Nein! Wir müssen hier weg! Wir müssen ihn retten! Komm, Carlos! Nein! Oh.
Carlos. Wenn es doch nur irgendwas gäbe, was wir tun könnten. Es gibt einen Weg. Komm, spuck schon aus! Naja, ich glaub zwar nicht, was ich jetzt sage, aber... Es ist Zeit für Sturmis Plan B. Es ist soweit! Die ultimative Rache an der Menschheit ist endlich mein! Nicht so schnell! Was? Hallo, wie geht's denn so? Ihr schon wieder? Ihr kommt zu spät. Dieses Mal werdet ihr mich nicht aufhalten. Wir nicht. Aber ich? Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Wenn du diese Maschine aktivierst, wird sich nichts in deinem Leben verbessern. Ganz im Gegenteil. Es wird alles nur noch schlimmer. Du klingst ja inzwischen wie mein Bruder. Er wusste es nun mal besser. Dieser alte, dumme Narr. Er hat mir nichts als Unglück und Schmerz gebracht. Idiot! Nichts davon hat er. Das denkst du nur, weil du blind geworden bist vor Hass. Balthasar, Helia, er hat alles dafür gegeben, dass du glücklich bist. Sogar sein Leben. Was? Er ist tot? So ist es. Er hat sich geopfert, um uns das Leben zu retten. Oh mein Gott, das ist... Das ist ja großartig! Endlich hat der alte Mann bekommen, was er verdient. Irgendwie klappt das nicht so recht. Hast du wirklich gedacht, dass mich deine kleine Ansprache hier davon abhalten wird, meinen Plan umzusetzen? Du bist noch dümmer, als ich dachte. Nein, ich wollte nur nah genug an dich herankommen. Hä? Der Typ war ja nicht auszuhalten. Leute, jetzt macht alles Sinn. Was meinst du? Erinnert ihr euch nicht daran, wie wir Carlos vorgefunden haben? Hä? Bewusstlos hinter der Wand. Bingo. Oh mein Gott, das bedeutet ja, dass unsere Vergangenheits-Ichs jeden Moment durch dieses Tor kommen. Oder auch nicht. Die Maschine wurde nicht aktiviert. Und deshalb wurde auch niemand in Zombies verwandelt. Es gibt gar keinen Grund für uns hierher zu kommen. Also geht es allen gut? Naja, bis auf Carlos. Wenn ich aufwache, werde ich mich an nichts mehr erinnern. Was ich heute erfahren habe, spielt dann keine Rolle mehr. Also wird die Welt zwar gerettet, aber Carlos wird wieder böse? Das ist doch blöd. Und das alles nur, weil sich diese doofe Selbstzerstörung aktiviert hat. Moment mal, noch wurde die Maschine nicht aktiviert. Noch nicht? Oh Gott, was hast du vor? Carlos, das Sicherheitssystem, kannst du es deaktivieren? Natürlich. Sehr gut, okay. Was hast du denn vor? Na, ich aktiviere die Maschine. Was? Versteht ihr denn nicht? Jetzt passiert alles genauso, wie es schon einmal passiert ist. Die Maschine wird aktiviert, wir reisen durch die Zeit und Carlos lernt, dass er aufhören kann, so ein Miesepeter zu sein. Dann geben wir das Passwort ein und deaktivieren die Maschine. Und weil wir jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert haben, gibt's keine Selbstzerstörung. Präzise. Und der Weihnachtsmann? Da die Festung nicht explodiert, muss auch niemand zurückbleiben. Wir alle schaffen es zurück ins Dorf. Das heißt, mein Bruder lebt? Ja, yep. Wir müssen jetzt nur noch zurück in die Zukunft. Oh, mein Kopf dröhnt. Zeitreisen verwirrt mich. Ganz ehrlich, solange das Universum nicht explodiert, ist mir jede Erklärung recht. Ich brauche dringend mal Urlaub. Seht mal, da hinten. Schaut gut aus. So gefällt mir das schon besser.
Endlich ist wieder alles beim Alten. Chef, da sind sie ja. Gott sei Dank geht es ihnen gut. Operation Zimtstern wurde offenbar erfolgreich abgeschlossen. Und wo ist der Weihnachtsmann? Gute Frage. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Carlos, es tut mir so leid. Hoch, da seid ihr ja. Oh, perfektes Timing. Oh. Ihr wart plötzlich verschwunden. Da habe ich mich alleine ans Buffet gewagt. Die Muschelsuppe kann ich allerdings nicht empfehlen. Huch, das ist ungewohnt. Ich danke dir für alles. Du bist doch mein kleiner Bruder. Familie muss zusammenhalten. Alles okay, Sturmi? Ja, ja, klar. Ich habe nur was Doofes ins Auge gekriegt. Ja, ich auch. Ich glaube, eine Folge Weihnachtsmann und Kokagi sollte die Stimmung wieder heben. Gute Idee. Leute, seht mal da hinten. Bratäpfel! Oh, ich bin im Himmel. Wir sind ja sogar Kandierte. Ja. Hey Jungs, lenkt mal eben die Leute da ab. Ich schmuggel uns noch ein paar für später raus. Alles klar. Ganz schön tolles Wetter hier heute, oder? Ja, der Schnee ist voll super und so. Und gucken Sie mal da hinten, Vogel. Ich hab die Taschen voll, weg hier.